Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Passiel. Ich bin Geschäftsführer und Inhaber der Firma Hörtechnik Passiel und wir möchten Ihnen einmal ganz kurz einen kleinen Überblick zeigen, was wir für oder gegen Corona an Schutzmaßnahmen eingeführt haben. Alle Kunden, die unser Geschäft betreten, dürfen sich an unserer neuen Mitarbeiterin, der DESI, unserer Desinfektionssäule, einmal die Hände desinfizieren, damit wir den Kunden auch Sicherheit geben können, dass sie nichts an den Händen haben. Für die Mitarbeiter im täglichen Geschäft haben wir Mund-Nasen-Schutzmasken selbst hergestellt und wenn wir an den Kunden herangehen, trägt jeder Mitarbeiter von uns ein Schutzvisier. Gerade bei der Otoskopie, bei der Abformung oder auch bei der Hörgeräteanpassung ist dieses auf alle Fälle ein gut geeigneter Schutz. Des Weiteren haben wir hier auf unserem Tresen die Schutzscheiben montiert, damit die Kunden auch, wenn sie ins Geschäft hereinkommen, mit uns ganz normal reden können, wir hinter die Scheibe treten können, somit der Mund sichtbar ist und dementsprechend auch die Kunden von den Lippen ablesen können. Wenn wir einmal kurz weitergehen, gehen wir einmal kurz in die Anpasskabine, um zu zeigen, was wir dort vorbereitet haben. Zum einen haben wir hier unsere Ellbogentüröffner, wo wir dem Kunden die Möglichkeit geben können, den Türgriff nicht anzufassen. Und auch hier haben wir eine Schutzscheibe, dass wenn wir mit dem Kunden in der Hörgeräteanpassung sitzen, der Kunde seinen Mund-Nasen-Schutz ablegen kann, wir uns dahinter setzen können und auch so dem Kunden eine gewisse Art von Schutz anbieten. Ja, ich kann jedem meiner Berufskollegen nur empfehlen, auch solche Schutzmaßnahmen einzuführen, um einfach den Kunden nach außen hin die Sicherheit zu geben, dass wir alles tun, dass sich die Ausbreitung von dem Covid-19-Virus nicht weiter verstärkt. Und ja, wünsche allen alles Gute, dass wir diese Zeit relativ schadlos überstehen. Vielen Dank.